Amsterdam. Und der Losverkauf ist sehr, sehr witzig. Und du hast es super gemacht. Ja, ist geil, ja. Und wir versteigern das Kostüm. Genau, das ist der Plan. Genau. Für, fangen wir an mit. 50 würde ich sagen. 50, finde ich auch. 50, 50 ist okay. So, wer bietet 50 Euro? Das Kostüm. Ihr nehmt es mit. Ihr bekommt, oder? Wir lassen es hier und dann wird es. Ja. 50 Euro. Wer bietet 50 Euro? Das Kostüm. 50 Euro. Seht ihr mal. Ja, Timo, da hast du es selber ersteigert, wenn du sagst 50 Euro. Nein. Hier, weißt du, ich hab eine super Idee. Wir machen jetzt die große Versteigerung. Und das legen wir mit on top. Weil dann kommt er ja auf jeden Fall wieder zurück, das Kostüm. Ja, verstehst du? Das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Du musst jetzt hier bleiben. Stefan Huber. Eine Legende der Rüssel-Drag-Show. Kann mich erinnern, das erste Jahr, wo ich ihn hier kennengelernt habe ich die Spendensumme verkündet. Da waren wir bei 26.000. Was ein Riesenerfolg war, weil das hatten wir vorher mit 17.000 das Jahr zuvor. 26.000, das gibt's doch gar nicht. Und dann steht er hier an der Seite so und sagt: Stopp, stopp! Ich bin gerade moderieren, das geht gerade schlecht. Ja? Doch, stopp! Ja, was hast du denn? Dann kommt er hier hoch. Nee, gerade war ich da drauf. Ich bin jetzt stehen geblieben. Er wollte gar nicht im Mittelpunkt stehen. Ja? Ich runde auf. Das war super. Also auf 27.000 dann. 25. Nein, auf 30. Ja, das einfach bis oben in vollgezogen. Ja, dann hat man mal 4.500 Euro dann nochmal gestellt. Ja, 4.500. Und das war unfassbar. Dieser Moment war wirklich unglaublich. Das Jahr drauf guckt er mich an von der Seite bei der Spendenübergabe und nickt nur. Und dann hat er wieder 8.000 Euro gespendet. Einzeln, ist ganz alleine. Ja? Er hat keine Kinder gehabt. Er war für sich alleine und hat das gesagt, das ist so eine tolle Aktion. Ich möchte, dass ihr das mitnehmt. Das Jahr drauf habe ich mich total auf ihn gefreut und ich weiß ja wie Tage zuvor, es war nicht viel zuvor. Aber die Nachricht erfahren, dass er gestorben ist. 2018. Und was für alle hier ein Riesenthema war. Aber die Menschen haben es sich nicht nehmen lassen hier. Ich weiß gar nicht, wer das Modell gemacht hat. Weißt du? Ja? Das war dir, ne? Das war dir. Wir haben gesagt, wir machen jetzt hier dieses Modell. Und das soll ich versteigern. Das soll der Wanderpokal werden. Wer waren denn die Ersten, die es versteigert haben? Hier war das, ne? Und wie viel hat er es versteigert? 1.300, glaube ich, auch sowas, ne? 1.300, das heißt, ihr habt das für ein Jahr mitgenommen? Nee, warum nicht? Ihr habt es weiter versteigert. Ihr habt es weiter versteigert, nochmal wie viel? Nochmal 1.500 Euro. Weiter versteigert, diese 1.500 Euro sind natürlich auch dem Feind zugute gekommen. Im nächsten Jahr kam dann wieder der Wanderpokal hierher. Und wurde wieder versteigert. Wer hat den ersteigert? Timo? Hast du den 2019? Nee, du hast den letztes Jahr dann ersteigert. Ja, letztes Jahr, genau. Genau, da war Corona, da war natürlich ein bisschen schade. Ne? Genau, ja. Paul Abel hat nur, genau. Und dann hat Timo jetzt wieder mit dir hergebracht. Wir würden den jetzt gerne wieder versteigern. Es soll ein Jahr die Vitrine oder einen Ehrenplatz haben, bis er wieder hier zurückkommt. Wir stellen hier hin. Klaus Stefan, schaut uns zu. Fangen wir an mit einem Startpunkt.
Ich bitte um das erste Gebot. 200. 200 von den Mücken. 200 Euro. 300. 400. Wie viel? 500? 600. 600. Jetzt sind wir 600 Euro. 700. 700. Ich biete 800. Ich biete 800. Wie viel? 1200. 1200. Zwölfhundert. Zum ersten. 1200. Zum zweiten. Gibt es noch jemand? 1200 ist wieder super. 1200 zum dritten. Und da geht er, der Stefan Huber. Wow! Im Programm, um ein bisschen zu schauen, wie wir vorne kommen. Gibt es noch jemanden, der noch was sagen möchte? Ja, genau. Gibt es da noch jemanden? Ich glaube schon. Ja. Na klar. Also, wir haben auch noch Kleinigkeiten dabei. Wir haben ja hier dieses Jahr Ostfalser-Treffen gemacht. Mit ganz viel Polizeipräsenz. Ich denke, ganz Europa hat es mitbekommen. Eintreffen, One-Man-Show, Hubschrauber und brennende Autos haben gefilmt. Da wäre Laufgruppe 11 fertig gewesen. Bei mir einmal so der Hardcore-Starter-Paket, Mütze, T-Shirt, Aufkleber. Jetzt bitte mal ein bisschen was, komm, let's go. Machen wir mal richtig Feuer. 50! Ja, 50, no, 50. Einmal 50 haben wir hier. 50? So, ja, weiter. 50. Komm, let's go! Leute, 50 Euro! Genau, ne? 50 Euro! 50 zum ersten! 50 zum zweiten! Schade! 50 zum dritten! Jawohl! 50 zum dritten! Ja! Ja! Super, super. Ja, wir haben hier oben noch eine Gruppe stehen. Du willst, oder? Ja, also ich bin auch heute mit Paul und ich habe zwei Spenden. Einmal von unserem Arbeitgeber Euroleague aus Schweden, spendet 500 Euro. Und ich bin noch von der Gruppe Knackerl zusammen und hier zahlreich betreten und vier Mitglieder kamen zu mir, die haben mir Geld gegeben, weil sie der Gruppe spenden wollten und sind jetzt auf 1250 Euro. Und nicht nur das, ihr habt uns ganz, ganz viele Sachen noch mitgebracht, dass wir versteigern können, dass wir Leute glücklich machen können, das ist immer grandios für euch. Vielen, vielen, vielen Dank. Boah. So, ihr Lieben, gibt es noch jemanden, der was sagen möchte? Gibt es noch jemanden, der was sagen möchte, der was loswerden möchte? Wenn nicht, werden wir jetzt eine... Ah! Da kommt noch was. Los, wenn ich darf, alles. Das ist nicht lustig. Das können wir nicht.
hier. Deutsches Traktoren- und Modellautomuseum. Eintrittsgutschein. Ja. Wo ist das? In Paderborn? Ja. Ja. In Paderborn. Mega. Wer gehört das? Ah. Nur der jetzt gerade für 50 Euro losgelegt hat. Sehr gut. Wie groß ist es? 120 Traktoren. Wow. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall hinzugehen. Wir haben ja Eintrittsgutscheine. Was kostet der Eintritt? 8 Euro. Okay. Leute, 8 Euro. Ja. Startgebot ist 8 Euro. Wer macht mit? Wer macht mit? Wir können auch alle 4 haben. Es sind 4 Stück, glaube ich. Es sind 4 Stück. Ja. 1, 2, 3, 4. 4 Stück. Und dann packe ich das nachher auf ein großes Paket mit drauf. Ja? Okay, pack ich noch ein großes Paket drauf. Kein Problem. Pack ich noch ein großes Paket. Ich habe noch mehr. Super, großartig. Ich bin sehr, sehr gespannt. Dann machen wir jetzt einen Kassensturz, würde ich sagen, oder? Wir gehen in einen Kassensturz. Wir schauen, was ungefähr zusammengekommen ist. Und treffen uns dann. Schafft ihr eine halbe Stunde? Ja? Treffen wir uns um 16 Uhr wieder hier. 16 Uhr zur großen Bekanntgabe. Ja? Und vorher werden wir noch die. Also um 16 Uhr werden wir dann bekannt geben, wie die Preise sind, oder? Oder wollen wir es gleich machen? Jawohl. Mike. Wer der erste, zweite, dritte Platz ist? Machen wir auch um 16 Uhr, oder? Machen wir auch um 16 Uhr zusammen. Alles gemeinsam. Machen wir alles gemeinsam. Machen wir alles gemeinsam. 16 Uhr hier zum großen Finale, Bekanntgabe der Spendensumme. Vielleicht kommt noch was dazu. Ja, ihr kommt noch zu uns, hier sind auch noch die Spenden, aber wir gehen jetzt in einen kleinen Kassensturz, damit wir wissen, wo wir hinkommen. Vielen Dank erstmal von allen. Vielen, vielen Dank. Großartig. Tolles Event, tolle Spenden, großartige Aktion. Ich bin jetzt geworden. Vielen, vielen Dank an alle. So, bevor wir die Summe bekannt geben, Claudia, dein Wort. Ich muss jetzt noch mal was loswerden. Warte kurz, Ja. Komm mal dazu. Okay, habt ihr gerade noch mal so gemacht? Okay, komm noch mal dazu. Weißt du was? Runter. 100? Wie viel wollen Sie jetzt? Ja. Das ist der Basti. Das ist auch noch dazu. Dann machst du schon mal Rückladung. Wer sind denn hier? Beide. Okay. Was haben wir? Beide für Nomi. Da ist man auch noch da. Nomi. Alles klar. Wie viel sind das? Was wären wir jetzt? 120. 120. TSL. Nochmal runter. Ich muss jetzt ganz kurz was sagen. Unseren Verein gibt es seit 35 Jahren. Dieser Verein wurde aus einer Elterninitiative heraus gegründet und hat angefangen mit Plätzchenverkauf vor IKEA. Da wurde Geld gesammelt, um den Familien, die gerade betroffen sind, die Kinder, die gerade betroffen sind, zu ermöglichen, eine finanzielle Unterstützung in welcher Hinsicht auch immer. So, in diesen 35 Jahren hat sich dieser Verein so entwickelt und ist gewachsen, worüber wir uns sehr freuen. Und wir haben eine ganze Zeit lang die Familienunterstützungen
der Kinderkrebsstiftung überlassen. Wir haben in den Sozialfonds eingezahlt und die Kinderkrebsstiftung darf dann die Verhältnisse prüfen und kann dann Familienunterstützung leisten. Das war uns irgendwie alles zu förmlich, weil das dauert einfach zu lange, wenn eine Familie auf Station landet, ein Kind auf Station landet, die von jetzt auf gleich in finanzieller Not sind, weil ein Gehalt wegfällt oder weil gerade noch auch Schimmel im Haus ist, der schnellstens beseitigt werden muss, dann dauert das manchmal zu lange, Anträge zu stellen. Und so haben wir wieder entschieden, Familienunterstützung zu leisten, und zwar von jetzt auf gleich, wenn möglich. Und durch so eine Aktion hier, durch dieses Event, können wir das. Dadurch, dass wir hier so viel Unterstützung erfahren, können wir so vielen Familien Unterstützung leisten, helfen, gewisse Situationen, gewisse Nöte und Sorgen abzunehmen, die neben der Erkrankung des Kindes ganz klein werden, ganz unrelevant werden, aber trotzdem vorhanden sind. Denn es muss alles irgendwie weiterlaufen. Und das machen wir. Wir sind ein sehr aktiver Verein, versuchen viele Aktivitäten anzubieten. Und wie ich schon gesagt habe, heute kommt die Schwedengruppe wieder heute Abend. Wir möchten gerne nächstes Jahr zwei Gruppen losschicken, weil die Kinder es einfach so verdient haben, wieder eine tolle Zeit zu erfahren oder die Zeit, die sie haben, zu füllen. Und das versuchen wir, die Zeit. Ihr seid ja ein Verein, du hast gerade gesagt, aus einer Elterninitiative heraus. Das heißt, ihr seid auch selber alle betroffen gewesen, seid betroffen. Und das kostet so viel Kraft, das zu machen, diese Arbeit. Und das ist ehrenamtlich. Und ich finde das ganz, ganz, ganz toll. Verwaltung, Bürotätigkeit tatsächlich in eine 25-Stunden-Stelle gesteckt, weil wir es anders nicht mehr leisten können und vor allen Dingen verantwortungsvoll und zielgerichtet diese Gelder weiterzugeben. Und das können wir nicht mehr nebenher in der Freizeit. Deswegen haben wir diese Bürostelle. Aber ansonsten machen wir diese Arbeit ehrenamtlich, das stimmt. Ja. Unglaublich. Also an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ihr tragt alle dazu bei, gerade den betroffenen Kindern, den Geschwistern, den Familien, ihre Zeit, die sie haben oder die Pause in ihrer Therapie wertvoll zu füllen. Das versuchen wir immer, eine schöne Zeit zu schaffen, für was auch immer. Und da seid ihr alle mit im Boot und unterstützt. Und das ist einfach ganz großartig, dass ihr so sehr über euren Tellerrand hinaus schaut. Und vielen, vielen herzlichen Dank. Herzensmenschen in jeglicher Hinsicht, jawohl. So. Wolltest du das übernehmen, die Zahlen zu sagen, was nach der Reihe steht? Bevor ich die Zahl verkünde. Ja, ja, das haben wir. Ja, ja. Hier gibt es Verrückte. Es gibt hier nur Verrückte. Bevor ich jetzt die Zahl verkünde, jetzt seid ihr alle hier und ihr seht hier ganz viele in grünen Gewändern, die seit Wochen, seit Monaten, Tag und Nacht darauf verwenden, dass wir hier das stattfinden lassen können. Und das ist grandiose Arbeit. Es ist wirklich viel, viel Herzblut, die dahinter steckt. Und deshalb bitte mal einen mega Applaus für das Orga-Team. Der Rüssel, Klopschen. Letztes Jahr hatten wir 50.000 Euro. Gestern hatten wir schon 53.000 Euro. An einem Tag. Es ist 10-jähriges Jubiläum. Leute, 10 Jahre Rüssel Klatschshow. Ich bin hierher gekommen und habe gedacht, komm, die 60 schaffen wir dieses Jahr. Haben wir es? Haben wir. Da habe ich mir gedacht, na gut, nach den ganzen Spenden heute, 70. Schaffen wir. Haben wir? Haben wir.
80. Habt ihr. Leute, ihr habt es geschafft. Wir haben 100.000 Euro. Zahlen gesehen, die 99.460 und dann wurde natürlich die aus dem Orga-Team, zack, Geld, 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 wir wollen die 100.000 haben. Leute, 100.000 Euro! Wir sind noch keine Münzen dabei, da ist noch nicht. Also, wir werden noch mehr zusammenkommen. Leute, es ist unfassbar. Dieses Geld, das ist so kraftlos. Das seid ihr alle. Leute, lasst es genau dabei. Ich habe es vorhin schon gesagt. Habt euch lieb auf der Straße, habt euch lieb hier. Hebt das Ganze wieder mit raus. Lasst uns gemeinsam nach vorne gehen, weil die Welt machen wir damit besser. Und das ist wirklich so. Vielen, vielen Dank, Leute. Alle rundherum, ihr habt das so grandios gemacht. Das ist ein Doppelgame. THZ, alle, die hier dabei sind, alle, die irgendwie am ganzen Chipmay, ja, der Fernfahrer, die Holländer, First Trainer, alle, die hier irgendwie Teil des Ganzen sind, das gibt eine ganz große Gemeinsamkeit. Und lass uns das nächstes Jahr weitermachen. Lass uns nächstes Jahr genau da wieder ansetzen. Natürlich ist der Anspruch nicht, die 100.000 Euro zu knacken nächstes Jahr. Wir haben 10-jähriges Jubiläum. Nächstes Jahr haben wir 11-jähriges. Mal gucken, was da so geht. Nein, das soll nicht der Anspruch sein. Es ist einfach nur unfassbar schön mit euch allen. Es ist, aus Bekanntschaften werden Freunde. Und das sollten wir gemeinsam so halten. Ja. Und Mike, willst du noch was dazu sagen? Komm Mike, du musst da was dazu sagen. Eigentlich ist der Pressesprecher unser Kai, aber der hat sich gerade wieder verkrümelt. Ja, wir wissen eigentlich gerade nicht, was wir sagen sollen. Wir haben, wie wir es jetzt die letzten Tage erlebt haben, eigentlich ja, nur noch immer mehr Zuspruch bekommen. Das Einsteigen der ganzen Nutzfahrzeugpartner in diesen großen Dimensionen war die ganzen Jahre ja immer anders. Wir haben Spenden von Kunden oder Geschäftspartnern bekommen, wo ich gucke gerade nach links. Ich musste an jemanden denken, wo ich noch am Donnerstag zum Kaffee war, der eben mal 5.000 Euro zugesagt hat. Lars, danke immer noch dafür, für diese spontane Aktion. Und so ging es natürlich im Vorfeld die ganze Zeit weiter. Die Geschichte mit dem Auflieger war eine andere Sache. Am Anfang wurde es belächelt ein bisschen. Wir haben dann gesagt, wir machen doch weiter. Es wäre jetzt gelogen, wenn wir sagen, wir haben nicht eine Idee für nächstes Jahr. Das wäre ja langweilig. Aber ja, wir sind immer noch unglaublich sprachlos von der ganzen Geschichte, was jetzt passiert ist. Und das Ganze ist aber nur möglich dank euch, allen, die hier vor Ort sind, die 2 Euro, 5 Euro oder egal was wir reinwerfen, nur dadurch geht es. Durch die Fahrer, die ihr Wochenende hier opfern und die Fahrer und Unternehmer, die die Fahrzeuge hier zur Verfügung stellen.
Wir alleine können organisieren, was wir wollen. Wenn ihr nicht hier seid, ist es einfach witzlos. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr alle wieder hier. Viele haben mir schon versprochen, dass sie kommen. Sascha nickt schon das zweite Mal. Dann machen wir die Spende wieder doppelt. Das ist kein Problem. Aber ich finde es eine geile Nummer und ich hoffe, wir sehen uns echt gesund und munter alle nächstes Jahr hier wieder. Okay. Nein. Ganz wichtig, was nutzt ein Team in Grün hier oben ohne die ganzen helfenden Hände im Hintergrund? Jeder Handschlag vom Parkplatzeinweiser, Security, Sanitätsdienst, die Jungs, die morgens Müll gesammelt haben, alle. Die Heidi, wo ist sie? Ist gar nicht da. Hat sich versteckt, ist gar nicht da. Die Heidi vom Autohof, die uns die Fläche zur Verfügung gestellt hat. Es sind so viele hier, die Aussteller. Einfach danke, die aus dem Ausland angereist sind. Ihr habt jeder mit einem Euro, mit 2 Euro. Und wir hatten gestern Abend so einen Moment im Zelt, wo ein kleiner Junge ankam und mit 5 Euro in die Luft gestreckt und sagte, das wollte ich noch geben, aber die Spendendose ist weg. Und ich glaube, das macht diesen Rüssel-Spirit hier aus. Und ihr seid die Geilsten. Danke. Danke jedem Einzelnen. Rüssel-Truck-Show 2023. Wir hoffen auf die nächsten 10 Jahre. Wir freuen uns auf nächstes Jahr. Dankeschön! Wir haben noch ganz viele Küsschen, habe ich gehört.